Dann schauen wir nochmal hier in die Gruppe rein. Denn ich will ja jetzt echt nicht hetzen, aber wir sollten das hier schon mal so langsam hinter uns bringen. Das sehe ich genauso. Jake und ich haben unser Gespräch gerade beendet. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Na komm, wir entschuldigen uns einfach mal. Ah, ich glaube, wir müssen gleich hacken. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich werde wahrscheinlich. Jesse, willkommen zurück. Ich werde wahrscheinlich, denke ich mal, vielleicht zwei Folgen hochladen. Dann morgen, ne? Also, jetzt ist es gerade Dienstag und sprich Mittwoch dann eventuell zwei Folgen. Mal gucken, mal schauen. Ja, und dann muss ich auch. Ja, aber ich schau mal. Ich war gerade am Überlegen mit mir selbst. Okay, erstmal hier reingucken. Ich habe mich entschieden. Na, dann bringen wir es hinter uns. Ja, wir haben uns auf jeden Fall entschieden. Warte, Sebastian. Wir haben uns gerade noch mal alle über die Situation unterhalten. Und wir würden dir gerne noch etwas sagen, bevor du deine Entscheidung verkündest. Also, wenn du unsere Meinung dazu gerne hören würdest. Wirklich jetzt? Wollt ihr jetzt mich auch nochmal hier beeinflussen oder was? Na toll. Natürlich, weil du es bist. Also, jetzt kommt's. Selbstverständlich ist es am Ende ganz allein deine Entscheidung, ob du nach Duskwood gehst oder nicht. Aber natürlich fühlen wir uns alle auch etwas für deine Entscheidung verantwortlich. Du bist unser Freund und uns allen sehr ans Herz gewachsen. Oh, sie hat uns direkt in die Friendzone geschickt. Und ohne uns wärst du ja auch gar nicht erst in dieser Situation gelandet. Ja, und darum. Oh, ich ahne es. Darum wollen wir dich bitten, nicht zu gehen. Ach, zum Glück, zum Glück. Ich habe gerade so ein bisschen so ein. Ja, so die Befürchtung gehabt, da kommt jetzt gleich sowas wie, entweder gehen wir jetzt alle zusammen oder gar nicht oder sowas, ne? Wir sollen ja, glaube ich, alleine hingehen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, aber wir wollten ja sowieso nicht hingehen, ne? Wir wollten eh nicht hingehen. Von daher ist das gut so, wie es jetzt gerade ist. Wir würden dann, denke ich mal, in der zweiten Runde hingehen. Aber vorher möchte ich nochmal betonen. Ja, ich möchte nochmal betonen, wir sind hier mit Duskwood fast am Ende, kurz vor den letzten Minispielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das bedeutet, wir sind mit dem Spiel bald durch. Aber das Schöne daran ist, ist natürlich schade, aber das Schöne daran ist, dass wir kaum, wahrscheinlich kaum Wartezeit haben, bis Moonveil rauskommt. Das ist ziemlich geil, weil ich glaube, die 10. Episode von Duskwood, die Zeit, die dazwischen lag, sind jetzt mittlerweile irgendwie 2 Jahre oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und die müssen wir einfach nicht warten. Das ist halt geil daran, finde ich. Das ist schön, das ist super Timing tatsächlich, weil Everbyte hat tatsächlich, ich glaube, heute wieder einen Post gemacht auf Instagram. Die sind gerade, gestern 2 Stück oder so, die sind gerade sehr, sehr, sehr auffällig aktiv. Also es würde mich wundern, wenn jetzt nicht die nächsten Tage, Wochen irgendwas passieren wird. Das wäre wirklich komisch. Ja, aber ja, ich wollte noch mal sagen zum Thema 2 Folgen am Tag. Das ist mir gerade noch so nebenbei eingefallen. Ich müsste ja zwischendurch wahrscheinlich die Minispiele noch machen, die wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, vor allem weil es auch die letzten sind, als mir lieb ist. Auch wenn sie Spaß machen, die machen Spaß.
Deswegen könnte es doch schwierig werden mit zwei Folgen. Aber erstmal gucken, wie lange das hier noch geht. Denn es ist 22 Uhr und ja, würde sonst sehr spät werden, die Aufnahme. Danke. Das hast du wirklich schön gesagt. Komm, ich lobe Jesse. Alle Karten auf Jesse setzen. Das war ja von Anfang an unser Plan. Clio. Michael Hansen ist unberechenbar und hochgradig gefährlich. Welche Ziele er auch verfolgen mag. Das Risiko ist einfach zu groß. Gut, ihr habt mich überzeugt, ich hatte ohnehin nicht vorzugehen, aber was sollen wir denn sonst machen? Ja, wir wollten sowieso nicht gehen. Wollten wir eh nicht machen. Jesse freut sich. Thomas, wie geht es jetzt also weiter? Das ist ein Haar auf dem Bildschirm. Wir können nicht einfach abwarten. Jesse? Ja, irgendwas müssen wir doch tun. Und zwar besser schnell, mir fällt leider nichts anderes ein. Aber was? Das nehme ich mal. Habe ich die Lautstärke auf voll? Oh, Jake schreibt. Eine Alternative gibt es noch. Ja, ist auf höchste. Aber hört man ganz gut, ne? So glaubt man gar nicht, aber man hört es echt ganz gut in den Videos, finde ich. Weil ich jetzt wieder über Handy-Lautsprecher das mit aufnehme, also nicht interner Sound. Ich werde in die Eisenbruchmine gehen. Denn, hä? Wie jetzt? Du? Jake? Jesse ist auch schockiert. Lilly? Jake, du bist in Duskwood? Bitte? Jake, sagen wir... Ich bin in der Nähe. Das wusste ich nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und eigentlich darf er das niemandem sagen. Ich will ihm jetzt nicht krumm kommen. Das wusste ich nicht. Clio. Tja. Danke, Jake. Ich bin mir nicht sicher. Das ist keine gute Idee. Ich bin mir nicht sicher. Gut, versuchen wir es. Michael wird das nicht akzeptieren. Ich will nicht, dass du gehst, Jake. Ich bin mir nicht sicher, ob Michael das nicht akzeptieren wird, weil Jake ist schon eine Hausnummer und vielleicht weiß Michael ja auch, dass Jake der Bruder ist. Das weiß ich gerade gar nicht von Hannah. Eigentlich will ich das aber nicht. Ich will unseren Jake nicht auch in Gefahr bringen. Thomas, außerdem wird es nicht funktionieren. Michael ist auf Sebastian aus. Das ist der Kern seiner Forderung. Was denkt ihr also, was passiert, wenn plötzlich jemand anderes vor ihm steht? Jake? Mir geht es nicht darum, auf Michaels Forderung einzugehen. Da ich mir sicher bin, dass auch er nicht nach den Regeln spielen wird. Da könntest du recht haben, jedenfalls nicht, wenn er dich dort unten sieht. Ja, ich glaube, er hat recht. Bei der Eisenbruchmine handelt es sich um ein gigantisches... nochmal. Bei der Eisenbruchmine handelt es sich um ein gigantisches Höhlensystem, das sich weit über 100 Kilometer erstreckt. Die wenigsten wissen überhaupt, dass sich Teile davon auch unter Duskwood befinden, denn der Haupteingang befindet sich in Tarrendale. Aha. Es gibt allerdings einen weiteren Eingang am Grimrock. Dann haben wir in der Übertragung diesen Eingang gehört. Dieser Eingang ist versteckt, nicht wahr? Dann haben wir den in der Übertragung gehört, wa?
Jesse? Ja, stimmt. Dieses super gruselige Geräusch. Thomas, ein Eingang am Grimrock zur Eisenbruchmine? Das wäre mir aber neu. Cleo? Ich habe auch noch nie was davon gehört. Naja. Ist ja auch, soll ja auch wahrscheinlich so ein Geheimgang sein, ne? Deswegen kann man da auch nicht so schnell was von hören. Jesse, ich auch nicht. Jake, Michael muss über diesen Eingang am Grimrock in die Mine gelangt sein. Und er hat auch von Sebastian gefordert, zum Wasserfall am Grimrock zu kommen. Ich allerdings werde das nicht tun. Okay, er kommt von der anderen Seite. Dan, lass mich raten. Es gibt noch einen Eingang. Hast gut erfasst, Sherlock. Jake, ganz genau. Ich verstehe. Und was genau soll dir das nützen? Ich verstehe. Naja, der Überraschungsmoment, oder? Michael wird seine ganze Aufmerksamkeit auf den Grimrock richten. Du willst den Eingang am Grimrock versperren. Michael soll durch dich fortgelockt werden. Na, ich denke mal, er richtet die Aufmerksamkeit auf den Grimrock, ne? Weil er ja die ganze Zeit nur da sagt, dass man da hingehen soll und so. Er wird dich wahrscheinlich also nicht einmal bemerken, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja, er wird ihn nicht bemerken, weil er nämlich von einer Seite kommt, mit der er nicht rechnet. Dan klingt dezent gewagt. Ich meine, was, wenn du dich irrst und Michael eben doch fröhlich und munter durch die Mine latscht? Das wird Michael sicher nicht tun. Wie fröhlich und munter wird er mit seiner Verletzung wohl sein? Ja, das ist ein guter Einwand. Naja, wenn es 100 Kilometer sind, egal, ich nehme mal das letzte, einfach weil ich Dan auch mal wieder ein paar Pluspunkte zuschieben möchte, sozusagen. Jake? Das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Habe ich nur für die Pluspunkte gemacht. Aber ein gewisses Risiko bleibt natürlich bestehen. Ich habe das Signal des Streams lokalisiert. Ich kenne also die ungefähre Position von Hannah und Richie. Darüber hinaus habe ich während meiner Recherchen eine Karte der sich dort unten befindenden Tunnel gefunden. Ich werde die beiden aus der Mine bringen, ohne dass es Michael überhaupt bemerken wird. Thomas, das klingt schon machbar. Ich denke, Jake kann es schaffen. Es kann unmöglich klappen. Okay, let's go. Ich vertraue ihm. Bisher hat er alles geschafft. Ja, ich vertraue ihm. Thomas, ich bin auch dafür. Weil ich glaube, dass wir handeln müssen, bevor Michael es sich noch anders überlegt. Jesse? Ja. Und dieser Plan ist besser, als Sebastian direkt in die Arme von Michael zu schicken. Denn ich war schon immer ein Fan von Himmelfahrtskommandos. Ach, Dan, Mensch. Jake, in Ordnung. Ich werde mich schnellstmöglich auf den Weg machen. Jake ist nun offline. Dan auch? Clear auch, jetzt hauen sie alle ab? Jo, komm, lasst mich alle im Stich. Ghostet mich alle weg jetzt. Ist kein Problem. Nein, ihr wollt bestimmt, dass ich hacke, oder? Nein. Och, Leute. Oh, nein. Verdammt, ich wollte doch heute noch ein bisschen länger aufnehmen. Ja, aber
wenn ich das alles richtig verstanden habe, haben wir ja, glaube ich, in der 10. Episode 3 Heckvorgänge. Das bedeutet, ich glaube, das ist jetzt der dritte, dann wird das hier der allerletzte sein. Der allerletzte Heckvorgang des gesamten Spiels. Das bedeutet wiederum, dass wir danach ins Finale gehen werden, aber ich denke mal, das werden irgendwie bestimmt mindestens noch 3 Folgen oder sowas. Mal gucken, ich werde jetzt ein bisschen spielen. Mal gucken, wie gut ich vorankomme und wenn ich jetzt voll schnell durch sein sollte, dann werde ich jetzt noch weiter aufnehmen. Dann würde ich 2 Folgen hochladen, aber ansonsten, ja, kann es sein, dass ihr die Folge halt einfach, ja, ich nenne es mal normal, ne, normal wie den normalen Modus einfach am Abend gegen 20, 21 Uhr sehen könnt. Auch wenn die diesmal nicht ganz so lang ist, aber naja. Ihr seht ja warum. Vielen Dank fürs fleißige Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.